Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Wir sind hier an so einem mysteriösen Gebäude, so einer mysteriösen Kirche, wo ich letztes Mal irgendwie versucht hatte reinzukommen. Wir wollten ja eigentlich hier den Flüsterwald hier eigentlich mal endlich erkunden, alles freiräumen. Da haben wir schon eine Siedlung, eine Stadt. Aber ja, schauen wir hier trotzdem noch ein bisschen weiter um. Was hier noch alles fehlt, wenn wir auch noch auf die Karte gucken. Hier den ganzen Weg müssen wir noch. Ah ja, und wir wollten ja von hier schauen, ob wir in das Startgebiet noch irgendwie zurück können. Das irgendwo hier war. Weil da war auch noch irgendwie was, was wir nicht mitnehmen konnten. Was wir mitnehmen wollten. Glaube ich. So, da gibt es wieder einige an Verlorene. Mal gucken, ob wir die besiegen können. Wollen wir jetzt mal nicht mitnehmen. Autsch. Da ist er. So. Der hat wenigstens Pfeile. Und jetzt müssen wir wieder was voran. Was essen wir? Die Tomatensuppe. Vorne haben wir gleich eine Mine, eine verlassene, gehe ich mal von aus. Beziehungsweise wahrscheinlich nicht mehr so verlassen, wie ich es mir denke oder erhoffe. Nebelheim-Mine entdeckt. Da vorne ist jemand. Wäre schön gewesen, hätte ich mich an den anschleichen können. So, was hat er? Menschenfleisch nehmen wir mit. Und nochmal weiter schleichen. Das Leben des Torgen Whisper Zungenband 2 nehme ich auch mal mit. Gebackene Kartoffel. Nice. Essen immer mitnehmen. So, Skaragbogen. Arkanistenfieber 3.
die muss ich zuerst loswerden. Schnell weg. Wenn ich mich verstecken kann, dann, also wenn ich mich nicht mehr finde, dann kann ich schnell eben regenerieren. Ich habe doch ein bisschen wenig Gesundheit gerade. So, gleich sind sie weg. Haben die sich nur eingebildet? Ja, ich gehe wieder auf Leben. Ah ne. Falsche Taste gedrückt. So, in was investieren wir? Die haben wir schon komplett. Schnelle Reflexe haben wir auch schon komplett. Was macht das? Ein Gegner mit dem Schild zu dreschen absorbiert einen Teil dessen Ausdauer. Standhaft, ja. Haben wir das hier schon komplett, oder? Nee, hier fehlt noch. Geschiente Gliedmaßen. Tragt die ausschließlich Schwerrüstung, wird Sturzschaden um die Hälfte gemindert. Haben wir vollständig? Haben wir vollständig? Macht euch kurzfristig nahezu unverwundbar gegenüber physischen Schaden. Für 2 freischalten. Schildläufer. Ihr könnt mit erhobenem Schild schneller laufen. Das haben wir schon fertig. Das ist schon fertig. Das ist schon fertig. Was haben wir hier sonst? Brutaler Schlag. Mächtige Angriffe aus dem Stand mit Einhandwaffen verursachen 15% Zusatzschaden, können Gegner enthaupten. Machen wir das. So, Schädel nehmen wir mit. So, blutigen Schädel, Pfeile, Pfeile. Da hinten gab es noch welche. Wo ist die Zauberin, Magierin, die Wildmagierin hin? Den hatten wir schon. Wo ist die Wildmagierin, die hier lag? Und wo sind die anderen beiden hin? Moment mal, da ist wer. Wie, der hat mich schon längst entdeckt. Moment mal, da ist wer. Ich sehe nichts. Komm, lass mal da hingehen, wo mehr Licht ist, ja? Hier ist mehr Licht. Können wir besser kämpfen. Autsch. So. Kann ich besser sehen. Den Kopf nehme ich mit. Der hat nichts für uns. Ich höre hier noch mehr Leute. Jetzt ist aber wirklich die Frage, wo ist die Wildmagierin hin verschwunden, die wir vorhin getötet haben? Lag die nicht hier irgendwo? Ah, hier. Lag gleich dahinter.
Pfeile nehmen wir auch mit. Malachiterz brauchen wir nicht. So, wir gehen wieder auf Schild. Ich glaube, die sind alle da hinten. Magier. Okay, da bleibt er stehen. Das ist einfach. Wenn er nichts macht. Was ein epischer Kampf. So, was mit dem? Entropist Tordem. Immer diese Entropisten, aber gut, dass er da auch stehen bleibt. Und nichts macht. Er soll aufhören, sich zu heilen. Okay, das haben wir geschafft. So, Fackel. Hier dürfte niemand sein. Asche. Ziegenfleisch. Fleisch nehmen wir mit. So, allgemeiner Seelenstein. Schädel nehmen wir mit. So, Pfeile. Diadem des Limbus. Psioni kostet 20%. Egal, können wir verkaufen. Das können wir auch verkaufen. Stab der mächtigen Auferstehung verkaufen wir. Zauberbuch, Grabesfluch, Dampfen. Kann ich irgendwas entzaubern? Haben wir irgendwas mit? Ja. Schade, dann verkaufen wir die halt nicht. Nein, da war es doch ganz kurz. Ganz knapp. So, Groschen. Honigwein. Lassen wir. Könnten wir zwar auch verkaufen, aber ich bin jetzt eher darauf getrimmt, nicht mehr all... Nein! Nicht mehr einfach alles mitzunehmen. So, das können wir verkaufen. Doch hier, die haben sich gut um ihr Arkanistenfieber gekümmert. So, hier dürfte eigentlich niemand mehr sein, oder? Im Grunde haben wir hier alles jetzt erledigt. Oder alle erledigt. Was haben wir hier? Ein bisschen enttäuschend. Ja, okay, aber wahrscheinlich war das hier nur dafür da, um ein Kopfgeld irgendwie zu holen. Aber geil, dass man die ganzen Leute, die ein Kopfgeld haben, alle so schon finden kann.
Hausfrau benötigt die, um kraftvolle Angriffe. Boah, ich mag die Musik. Ah, und endlich sind wir bei ihm hier. So viel zu tun. Und du chillst hier einfach. So, sichere Truhe. Ich würde das hier... Nein, ich wollte das ablegen. So, okay, erst einmal den hier. Das. Das. So, das wollen wir wieder anziehen. Diebestunika. Handschuhe der Ralaim. Harnisch der Ralaim. So, Runenküras. So. Nein, nicht anziehen! Dass der das immer anziehen will. Oder lesen. So. Die auch erstmal dahin. Dämmerblumensaft. Ich glaube, das brauchen wir noch. Handmeißel. Warum haben wir ein Handmeißel mit? So. Einen Moment, ich werde gerade angerufen. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Sorry. Musste kurz da rangehen, weil... Wegen Anruf, aber ja. So, aber wir haben jetzt erstmal alles hier eingelagert. Und, ey, die sehen echt süß aus. Muraden. Schreitet wohl, die Dame. Wohin soll's gehen? Schreitet wohl. Ich bin lieber zu Fuß unterwegs. Danke. Apropos zu Fuß, hier. Die Richtung wollte ich. Oder wollte ich diesen Weg? Moment. Ach, okay, diesen Weg wollte ich. Und da gibt es ja noch ein paar Höhlen. Und eigentlich ein paar Arps waren hier noch, oder? Und verlorene auch irgendwo. Moment mal. Hier ist alles tot und von Arps verseucht und so weiter. Alles verlorene. Die Stadt ist hinüber. Und das Schildchen aus? Finde ich schon doch ein bisschen interessant. So. Gibt's hier noch wen? Haben wir hier irgendwas noch vergessen? Das hier zum Beispiel. Arps, die hier waren, müssten ja auch alle schon längst erledigt sein. Hatten wir hier schon alles? Distel. Ich glaube, hier haben wir alles. Okay.
Dann gehen wir unten in die Höhlen rein. Hier sind ja gleich zwei Höhlen, eine Mühle und noch eine Hütte da hinten irgendwo. Apropos Höhle, komme ich? Wie komme ich da hin? Hier, also da unten hätte ich. Ja, da unten lang. Oh, warte mal, ist der Eingang hier oben? Ne. Hier ist er. Na du? Nebelheimer Kanalisationsausgang entdeckt. So. Und tot. Ah, hier. Das ist der Ausgang. Wo ist der Eingang? Interessant, wie die Ruhmschwerter hier halten. Abschamane. Ja, super. Was ist eigentlich hier die Lore hinter den Arbs? Mana Salz. So, Genesungstrank. Rattenhaut? Nee. Was haben wir hier? Set des Nemesis, Nemesis-Schuhe. Warte mal. Wir behalten das erstmal. Können wir kochen? Haben wir was? Haben wir Zutaten? Wir haben wenigstens Salz. Komm, Ziegenfleisch machen wir mal. Rattenfleisch. Blauer Schmetterlingsflügel. Gibt's hier sonst noch was? So, Zauberbuch Frostentrank 2. Runenführers nehmen wir mal mit. Schädel. Salz. Wir können noch was kochen. Ah, das Ding. So, die Groschen nehmen wir mit. Schafholz verlagst. Nice. Königsmet. Ist das Ding aus echt, ist das Met aus echten Königen gemacht oder? Sorry. So. Wo ging es hier eigentlich runter? Was haben wir da? Pyräische Handschuhe. Bebänderter Kyras. Alte Kristallmünze. Wofür sind diese ganzen alten Kristallmünzen? So, scharfe Spitzhacke.
Jetzt war's das? Na, hier geht's noch weiter. Pferdefleisch. Warum nicht? Greifstein? Was kann ich hier verbessern? Okay, nichts. Schade. Das geht nicht auf. Okay, Kanalisation von Nebelheim abgeschlossen, erledigt. So, Schild. Was gibt's da unten? Wölfe. Nur den einen? Hier geblieben. Wolfsfleisch, perfekt. Apropos, wir müssen wieder was essen. Was essen wir? Kommt die Wurst? Füllt ein bisschen auf. Hier runter zu gehen, finde ich jetzt echt interessant. Natürlich müssen da jetzt noch mehr Wildmagier sein. Okay, suchen die mich? Also, die suchen mich. Da sind sie. Sehen die mich jetzt? Mist. Nein! Alter, beide solche. Mist. Ja, jetzt bin ich am Arsch. Mist. Ich schnappe mal doch eben noch da. Die Aussage gerade fand ich ein bisschen fragwürdig. Okay. Kann ich die von hier aus treffen und sehen? Ich sehe die nicht. Ich sehe dessen rote Punkte oben, aber... Da. Vielleicht so? Jetzt bekämpfen die sich gegenseitig. Echt, jetzt hör auf, dich zu bewegen. Okay, jetzt. Nein! Jetzt habe ich ein Problem.
Alter. Der ging daneben. Der erst recht. Beide erledigt. Und die Wölfe. Habe ich eigentlich die Punkte für alle bekommen? So, Seelenstein. Noch ein Seelenstein. Leere Wölfe. Wo ist die andere? Wo ist die Magierin? Da. Okay, dann... gucken wir mal, was die hier hatten. So, nein! Da war es doch ganz knapp. Eine Axt. Wir hatten mal auch Bücher. Oder auch nicht. Ach so, nur ein Arm. Okay, hier ist einfacher, wenn ich nur atme. Ich finde die Wildmagier immer noch im Spiel. So, der hat nur ein Stahlschwert? Ich guck mal, wie ich vielleicht unlockbar sind. Auf jeden Fall noch lernen. Wie der bleibt da stehen. Machen wir so. Ich will dessen Rüstung haben. Ach hier. Nebelheim Hafen. So. Wenigstens die Pfeile habe ich eben wieder mitnehmen können.
Gibt's hier noch mehr von denen? Oder Loot? Kappe, Tunika. Eispranke. Parieren, Geselle, Tool. So. Apropos, Parieren, Geselle können wir... Ja, können wir lernen. Warte mal. Stimmt, da Schloss Goldfurt, da müssen wir auch nochmal rein. Einen Moment. Ich hasse diesen Stuhl, wirklich. So. Also da müssen wir noch rein, erkunden. Gucken, dass wir das irgendwie lösen, das Mysterium davon. Verlassenes Haus. Okay. Ach so, sind wir da. Eine Mumie. Was ist eine Mumie? Au, das nehmen wir mit. Königsmet. So, das Schlechte von Ark, Buch 4, Asche. Schlüssel zum Nebel, Wacht, Labor. Verbal hält Zells Schlüssel zu seinem Haus in Nebelheimbergen. Forschungsbericht aus der Festung Nebelwachtbergen. Pilzproben aus Festung Nebelwachtbergen. Forschungslabor. Ist hier eine geheime Tür irgendwo versteckt? Warte mal. Okay, warte. Müssen wir wieder nach Nebelheim? Okay, jetzt bin ich neugierig, was wir da bekommen. Was das für eine Quest ist. Auf jeden Fall müssen wir wieder nach oben. Hier ist noch eine Höhle, die wir noch nicht erkundet haben, die ich noch machen will, definitiv. Warte mal, wofür? Forschungsbericht aus der Festung. Aus der Festung Nebelwachtbergen.
Okay, so weit zurück will ich jetzt nicht laufen. So, was hatten wir da? Die Spuren, die wir hinterließen. Genau, Tara müssen wir auch noch machen. Noch bin ich hier eigentlich auf Erkundungstour. Aber ich glaube, die ganzen Quests, die mit Nebelheim zu tun haben, können wir demnächst bei Gelegenheit schon mal abklappern. Da vorne ist noch eine Mühle, Nebelheimer Mühle wahrscheinlich. Wasserstation des Kehlsteinbruchs. Gehen wir zuerst da rein. Alle tot. Alle Muraten. Ja, Rattenfleisch will ich nicht. Groschen nehmen wir. Genehmigungstrank exklusiv. Sternlingshelm. Jetzt wird's dunkel. Ich sehe nichts. Stirb, du Sappe! So, war nur die hier? So, das nehmen wir wieder mit. Ich muss aber auch sagen, hier sieht das immer irgendwie richtig nice aus. Ein Enderal. Die ganzen Höhlen und so weiter. Na, komm schon. Achten Sie auf die Groschen, nice. Oh, noch ein Marodeur. Hi. Ist das alles? Ja, anscheinend. So, Menschenfleisch. Die Pfeile nehmen wir mit. Haben wir hier in der Truhe? Unsichtbarkeitstrank. Wieso, ich sehe es doch. Moment mal. Da ist wer. Oh. Hi. Ich habe nicht genug Gesundheit. Das wirst du bereuen! Mist.
Vielleicht einfach kurz rausgehen? Ja. Mist, ich habe nicht genug Gesundheit. Mir bleibt das Herz, was? Na schön! Da. Jetzt brauche ich dringend wirklich das, das, das. Ja! Da. Ihr meint das ernst, was? Autsch. Ist das schön. So, den bin ich schon mal los. Hat der... Der hat nichts. Außer Menschenfleisch. Und menschliches Herz. Autsch. Ja. Nice. So, Dietrich. Groschen, menschliches Herz. Und jetzt Eisplanke und Rätsel. Jetzt gehen wir wieder rein. Ich hoffe, jetzt gibt es da keinen mehr. Hier waren wir schon. Na, aber echt, was hat das mit diesen Kristallmünzen auf sich, die wir hier überall sammeln? Die Leiter können wir nicht nutzen. Na komm. Die suchen Kiste. Groschen, Kohle. Okay, bin doch ein bisschen enttäuscht von hier. Außer für das Käserad. Ne, da geht's nicht hoch. Ja gut. Dann zur Nebelheimer Mühle nochmal. Ich glaube, da vorne ist ein Wildmagier. Kehlstein, ne, Kehlstein, nicht Nebelheim. Gibt's hier jemanden? Ich höre hier niemanden auf jeden Fall. Kirstein Müllgrube, okay. Sternlings Rohschwert. Gedichtband. Da! Auf sie! Da! 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 Yo! Mist! So ein Scheiß, echt. Die Schlampe war doch eben noch da. Jo.
Perfekt. Out. Komm ich hier noch mal hoch? Ja. Mist. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein dickes Problem hier. Ihr meint das ernst, was? Na schön. Komm, ich will da hoch. Ich will da hoch. Was sind jetzt los? Okay, nur er kam jetzt hinterher. Hat aber nichts. Gut, Schild. Mist. Das war jetzt Mist. Okay, überstanden. Ich glaube, nochmal darunter gehe ich jetzt nicht. Obwohl, wir haben jetzt die Wildmagierin erledigt. Vielleicht so, nochmal schnell speichern. Und jetzt noch einmal. Ich hätte die Ferkel vorher abziehen sollen. Ist die plötzlich? Jetzt. Da ist ja noch ein Wildmagier. Ihr meint das ernst? Hä? Wo ist die plötzlich? Wo ist die plötzlich? Das kann nicht sein! Schlampe Elende! Das wirst du bereuen! Ich hasse das gerade ein bisschen. So, Schild. So, ich gehe noch einmal runter. Okay, die haben wir auch. Blauer Quarz, Dietrich, Menschenfleisch. Wir sind gerade nicht entdeckt.
Dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.